Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Brautkleid schnürt. Wir haben ganz viele Anfragen bekommen und auch Fragen direkt vor Ort, wie man ein Brautkleid schnürt. Gerade natürlich auch sehr wichtig für die Begleitung, denn die darf das Kleid am Ende schnüren. Dann haben wir uns hier mal ein wunderschönes Miss Germany Kleid rausgesucht. Das ist einmal dieses Modell hier. Und dann fange ich auch schon an, einmal loszuschnüren. Also man nimmt die Schnürung, zieht sie einmal durch die erste Öse durch, hier dann natürlich auch. Dann ist es ganz wichtig, dass man quasi den gleichen Abstand beibehält, weil sonst hat man am Ende einen langen Zippel und einen kurzen. Um das zu vermeiden, kann man gleich am Anfang kontrollieren, ob das auch wirklich beides gleich lang ist. So ist es ungefähr, genau richtig. Dann nehme ich jetzt den rechten und ziehe ihn hier hinter die zweite Öse von hinten nach vorne. Einfach einmal durchziehen. Schön umdrehen, dass das schön gerade ist. Und dann nehme ich den linken und ziehe ihn durch die rechte Öse. Und den lasse ich jetzt auch nicht los, sondern genau den gleichen nehme ich wieder und ziehe ihn wieder von hinten nach vorne durch die nächste Öse. Das dauert immer einen ganz kleinen Moment, das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn es soll natürlich auch ordentlich aussehen. Und man muss auch mit der Braut reden, wie stramm das letztendlich sein soll, weil manche wollen das sehr stramm haben und manche wollen das eher nicht so stramm haben. Aber man muss es natürlich so machen, dass das Kleid gut sitzt und es nicht runterrutscht, weil das möchte ja nun auch keine Braut am Tag X erleben. Zwischendurch ist es immer wichtig, dass man nochmal nachzieht. Das heißt, man nimmt die oberen beiden und zieht einmal, dann nimmt man die unteren beiden und zieht nochmal und so tastet man sich quasi vor. Der Puppe tut das jetzt nicht so doll weh, wenn ich das eng schnüre, aber am lebenden Objekt bitte fragen, ob das nicht zu eng ist. Man kann sich das an sich eigentlich ganz gut merken, indem man quasi den linken immer zweimal durchzieht. Einmal rechts und einmal links. Und so ist es gar nicht so schwer, wie man denkt. Wichtig ist, dass man das gleiche Muster beibehält, weil es sieht immer blöd aus, wenn es einmal drüber, einmal drunter ist. Sondern es soll natürlich so sein, dass hier jetzt quasi der linke immer drüber geht. Am Ende wird es immer etwas schwieriger, weil es da natürlich das Dreieck geht da unten zusammen. Dadurch ist es sehr schmal. Jetzt sind wir auch gleich schon am Ende angekommen. Jetzt kommen nur noch die zwei letzten Ösen. Also ganz zum Schluss haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir machen hier einen leichten Knoten rein. Und dann binden wir eine Schleife. Wir versuchen, eine schöne Schleife hinzubekommen. Das ist nicht so ganz einfach, aber genau. So, und dann kann man diese Bänder natürlich auch so kürzen, dass sie jetzt nicht kilometerlang runterhängen, sondern so lang, wie der Braut das gefällt. Genau, Möglichkeit 2 wäre, hier einen Knoten reinmachen und dann haben wir hier noch ein bisschen Luft und da können wir dann quasi die beiden Bänder easy going einfach verstecken. Das ist immer so ein bisschen Fummelarbeit, aber das geht trotzdem ganz gut. Und um sicher zu gehen, dass sie dann auch gerade runterhängen und nicht irgendwie
der Braut querschießen in den Bein oder am Po. Genau, dass man das dann einfach nochmal nachzieht. Und schon haben wir eine fertige Schnürung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden, gerade auch die Begleitung, die das dann letztendlich auch so schnüren soll. Also es ist wirklich nicht schwer, keine Angst vor Schnürung. Das ist ganz easy going.